Das Szenario wirkt bedrohlich. Einsatz von Feuerwehr und Polizei heute Mittag an der Domsheide. In der Hauptpost war ein verdächtiger Brief gefunden worden. Eine Mitarbeiterin hatte einen Brief geöffnet und daraus kam weißes Pulver. Das ist für uns dann immer ein entsprechendes Stichwort. Und die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle hat daraufhin dann entsprechend einen Kräfteeinsatz hierher entsendet. 30 Feuerwehrmänner in 12 Fahrzeugen rücken aus zur Domsheide. Die Dechanatstraße hinter der Post wird abgesperrt. Spezialisten betreten das Gebäude. Die Einsatzkräfte müssen Schutzkleidung anlegen, um sich selbst nicht zu kontaminieren. Eine Gefährdungslage hier war jetzt noch, dass mehrere Personen sich im Bereich dieses Stoffes aufgehalten haben und somit für uns erstmal als kontaminiert galten. In Bremen und umzu kommt es immer wieder zu solchen Vorfällen. Erst im Sommer landete dieser Karton mit weißem Pulver im Gesundheitsamt. Obwohl die Taten laut Polizei nicht im Zusammenhang stehen, scheint es offenbar Menschen zu geben, die anderen auf diese Art nur Angst einjagen möchten. Auch diesmal erwies sich der Inhalt des Briefes nicht als Gift. Das Massenspektrometer der Bundespolizei hat diesen Stoff als Backpulver identifiziert. Der Brief soll an eine Institution adressiert gewesen sein. Welche, das möchte die Polizei noch nicht bekannt geben. Sie ermittelt jetzt wegen Vortäuschung einer Straftat.